Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Raft. Wir sind mitten im Atomreaktor und Serendipity ist auch wieder mit dabei. Hallöchen. Hallöchen. Au, sag doch, dass du... Sag doch, au. Hast du den Laser angemacht? Nein. Niemals. Was machst du? Ach, du steuerst den. Wo ist er denn hin? Warte. Muss der irgendwo auf was zeigen? Ja, der muss... Ja, da... du schmilzt das Terminal durch. Ja. Und du hast mich durchgeschmolzen, ist ja auch schön. Ja, das tut mir nicht leid. Was? Nein, niemals. Och, jetzt kommt der große Spaß. Nochmal Laser? Ja. Aber richtig Laser. Wow. Ja. Achso, da muss man mit dem Prisma jetzt das drehen. Okay. Wir müssen hier hin. Hier müssen wir hin. Ja, ich verstehe. Okay, lass mal probieren. Dann leite ich den hier rüber. Nee, ja. Lass mich doch mal. Den willst du machen. Da sind so Kisten dazwischen. Kann man die zerstören? Nein. Oh. Dann vielleicht mit dem Laser hier rüber. Geht wahrscheinlich auch nicht. Mit dem also Laser darüber. Ah, das geht. Man kann den hier... warte mal, da müssen wir landen. Ja genau, dann müssen wir mit dem darüber. Wir müssen hier landen. Da kommen wir auch nicht hin. Wir müssen hier landen, damit wir hier hinkommen. Aber... Schwierig. Wie kommen wir denn da hin? Mhm. Warte. Ja, aber... Ach, du drehst. Ja, ich drehe gerade. Ah, du gehst auf die Spiegel? Ja, wir müssen irgendwie auf die Spiegel. Also ich bin hier... Okay, alles klar. Dann lass mich probieren. Kann ich das Ding ja auch steuern? Was? Steuern? Den ersten Nein. Kann ich nicht steuern. Okay. Den ersten kannst du nicht steuern. Du kannst nur diese Drehdinge steuern. Oh, ich muss mir einen Anzug holen. Bei mir bitzelt es gerade im Gemächt. Ja. Warte mal, dann müssen wir den woanders hinlenken. Geh mal weg da. Will ich nicht verletzen. Ah, da ist er eben abgelenkt gewesen. Da so? Ist er. Mhm. Ja, ist er da auf dem Klotz? Nee, ist er nicht. Mhm. Muss noch ein bisschen. Warte mal, aber du kannst den Klotz hier ja auch drehen, ne? Ja, aber der trifft noch nicht auf den Klotz, egal wie. So, ist er jetzt auf dem Klotz? Nee, gell? Nein. Da muss er vielleicht noch ein bisschen weiter rechts. Jetzt? Ich glaube, nein. Ich glaube, der ging so auch nicht. Aber den Hauptlaser, den Startpunkt können wir nicht drehen, den Nein. Ausgang. Also ich meine, ich habe den hier, ja. Auf den hier gedreht. Und dann auf die Platte. Und den hier habe ich dann irgendwo hier hin gedreht. Und der ging dann, und der ging dann hier hin. Und der ging dann hier hin. Okay. Ach, guck, warte mal, bleib mal so. Ah, so ist gut. Ja? Oh, kannst du das noch so ein kleines Stückchen drehen, dass der noch mehr hier auf... Ja. Ja, und jetzt den rechts hier rein. Der muss da drauf. Warte, ich muss den so drehen, dass er darüber geht. Ja. Warte mal. Ja, wenn den vielleicht noch ein bisschen drehen, Dreh mal. Okay, warte, ich probiere. Mein Anzug ist kaputt. Ja, meiner auch. Okay, ich hole mir erstmal ein Dings. Au. So, da. Was machst du? Ah, du drehst nach hinten. Ja, das testen. Ja, aber da müssen wir. Warte, dann drehe ich den anderen nochmal ein bisschen. Den hier. Nee, jetzt? In die andere Richtung. Nee, das geht nicht. Ja, doch, dreh dir mal so. Ja, dreh du nochmal bei dir. Nee, geht auch nicht, ne? Ach, ich weiß nicht, ich meine, ich bin hier irgendwie gelandet. Hier in den. Oder ich habe so gedreht, dass ich hier reingekommen bin. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich lange rumprobiert.
Ja, geh nochmal auf den Spiegel rein. Bisschen weiter links, geht das? Rechts, links, warte. Ah, du kannst hier auf den Laser, genau. Geh nochmal weiter, dreh nochmal weiter ein Stück. Dreh nochmal wieder zurück. Okay, ich dreh einfach nochmal in eine andere Richtung. Nee, andere. Noch ein bisschen? Ja, stopp, so. Hier wird aber nicht abgelenkt. Den kannst du auch nicht drehen. Nee, nee, der geht nur auf den Spiegel. Ich dachte, der würde nochmal reflektieren davon. Kommen wir uns einen neuen Anzug, bevor gleich die Energie hier aus ist. Aber ich denke, das hier... Okay. Ja, was hast du da gemacht? Das war auch nicht schlecht, ja. Ja, noch ein Stück weiter. Drehen wir noch weiter, dann reflektiert er vielleicht da hinten. Nochmal? Nee, andere Richtung. Noch? Noch? Ja, so. Nee, trifft aber nicht da drauf. Geht's noch ein Stück weiter? Na egal. Ja, drehen wir mal weiter ein Stück. Noch ein Stück weiter. Ja, noch ein gutes Stück weiter. Nee, andere Richtung. Weiter. Weiter. Nee, nicht wirklich. Nochmal weiter. Ja, vielleicht so. Gute Frage. Warte mal, wenn der hier drauf trifft, trifft der hier drauf. Das heißt, der muss hier hin und muss darüber. Gute Frage. Probier nochmal. Warte mal, ich dreh den. Ja. Ah, warte, das ist ganz gut. Ja, so hatten wir es ja von Anfang an. Ja, warte mal. Ja. Es müsste noch ein Stück rüber, aber das funktioniert so halt nicht. Wo geht denn der Laser jetzt hin, wenn er so da... Ja, der geht dann so ein bisschen rechts an dem anderen Klotz vorbei. Oh, da war... Ich muss Anzug ist kaputt. Oh, da war... Ja, ich hab einen Strahl gesehen in die andere Richtung. Das war der Todesstrahl. Ja, genau. Warte mal. Kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich hab einen Strahl Richtung Aufzug gesehen, warte. Das ist aber eine ganz minimale Einstellung, warte. Das ist ja die Frage, inwieweit das... Da war er. Wo geht der hin? Hinten in die Ecke da. Wo es leuchtet hier. Aber das macht keinen Sinn. Das sieht auf jeden Fall schick aus. Der müsste hier drauf treffen. Der müsste hier drauf. Warte mal ganz kurz. Ich probiere was. Aua. Jetzt hast du ihn wieder. Ja, ich versuche die Stelle wieder zu finden. Warte. Geh noch mal hier in die Richtung. Ah, warte mal. Er trifft jetzt hinten auf das Ding auf. Was für ein Ding? Mein Pfeil. Ja, auf das. Okay, warte. Ja, das, da haben wir es jetzt. Ah, da. Warte. Ja. Wo leuchtet das jetzt hin? Oh, Moment, ich hab's vielleicht. Ja? Nee, hab ich nicht. Au! Da, warte mal. Tu mir nicht weh. Warte mal, ich lenke dir jetzt mal nach links ab. Lass mich mal ausprobieren. Ja. Muss einen neuen Anzug holen. Ja, mach ich auch. Nichts mehr zu trinken. Ah, meine Suppe gibt mir was. So, warte mal, lass mich den noch bitte nochmal drehen. Lass mich bitte mal probieren. Ja, mach mal doch, ich mach da nichts. Ich sehe den Punkt Sie. Nicht jetzt, ich. Geht's jetzt darüber? Nee, noch nicht, oder? Doch, so ist gut. Das ist alles okay, bleib so lassen. So lassen, nichts verändern. Mach nichts. Okay, warte. Den letzten noch? Den müssen wir... Nein, auf das Terminal hinter dir. Nee, es geht aber nicht auf das Terminal. Achso, dann über den Laser wahrscheinlich. Über den Spiegel hier. Ja, wir müssen es aber auf den Spiegel bekommen. Geht nicht? Nee, geht nicht. Nee, warte, da muss ich den hier noch ein bisschen... Bisschen mehr nach rechts. Ja. Oder du könntest... Jetzt dreh nochmal. Ja, Moment.
Nee. Andere Richtung, warte. So. Ah, warte mal. Ah! Wir müssen uns gleich einen Anzug holen. Bleib. Okay, warte. Ja gut, wir können überall. Hol dir mal einen Anzug, komm, bevor wir gleich hier. Da ist es. Ich hab's. Hast du es? Ja, okay, hier brauchen wir keinen Anzug mehr. Warte, dann bin ich zurückgerannt. Jetzt muss ich mir noch einen holen. Einen Steuerstab haben wir noch bekommen. Yay, das war ja einfach. Okay. The Selene Facility was built for one purpose. Master and perfect the experimental reactors used to power the floating cities. No easy task, but it has been done. Yet, we do not have the people to construct anything but a basic prototype. It can be built for real, I know it. We just need more people. There's a place where the rafters live in peace with any survivors in the old world. Okay. Ich mach an. Was passiert? Steuerelement klemmt. Hast du den Reaktorschlüssel? Nee, hast du nicht. Ach, hier ist ja Reaktorschlüssel. Sterben wir jetzt? Komm mit. Kommst du? Ja. Bin da. Entschuldigung. Alles gut. Ah, Anzüge. So, ich weiß nicht mehr, was wir machen müssen. Achso, du musst das Rad drehen. Ich habe erstmal die Käfer weggemacht. Ach, wenn man einen Stab rauszieht, gehen sie wieder kaputt, oder was? Wie, wenn man einen Stab rauszieht? Die haben sich eben niedergelassen, als ich den... Als ich den... Die legen sich hin, die stellen sich tot. Kannst du dich um die Käfer hier kümmern? Ich kümmere mich um die Käfer, ja. Dann kümmere dich doch um die Käfer hier bei mir. Also ja, ich hatte doch auch zwei. Okay, musst du noch was machen? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt das Rad gedreht. Also was, ich nehme jetzt die Machete. Hier sind noch mehr Rädchen. Moment, ich nehme kurz die Pfeile wieder mit. Ist hier irgendwo ein Nest von den Käfern? Das ist ja ätzend. Lass mal alleine. Sag mal. Brauch gleich einen neuen Anzug. Ja. Ich ja auch, ja. Ich komme. Okay, neuen Anzug. Was müssen wir noch machen? Die Räder drehen. Ein Rad drehen. Ich halte es ab, wenn sie kommen. Dahin geht's auf. Hier. Hast du die Käfer eingesammelt? Was kriegt man denn? Da vier Fleisch habe ich. Fleisch, mhm. Aber die Radioaktivität hat anscheinend aufgehört, oder? Ja. Cool. Was sie sich aber einfallen lassen, finde ich echt gut. Ah, da ist jemand rausgefallen. Ey, tut mir leid, ich wusste nicht, dass du da rausblumst. Guten Morgen. You're not... Oh, I get it. They left me here. Wow. Thanks for waking me up. Ja, gerne. Long-term cryosleep can result in a number of issues. So, you got room for a bioengineer?
I swear, it's actually practical. Klar, komm mit. Great. That's very nice of you. So ein Sternfall. I'll do my best. Ah ja, Shogo haben wir jetzt als spielbaren Charakter dazu bekommen. Müssen wir wieder zurück? Mhm. Haben wir jetzt den nächsten Hinweis bekommen? Ja, Utopia. Was? Ist das schon das Finale? Ja. Nein. Aber wir können ja, wenn du willst, können wir es ja noch weiterspielen. Ja, können wir machen, aber... Ja, das dachte ich mir schon. I know you. Nein, das kann nicht das Finale sein. Okay. Alter, schon. Aber wie waren das jetzt? Das war jetzt die Baustelle, das Eis und jetzt kommt Utopia. Drei Stück. Mhm. Drei Stück extra, okay. Ja, drei neue Destinations. Geh nochmal shoppen. Aber wir haben jetzt den elektrischen Schmelzer bekommen. Das ist gut. Dem ist Gott. Willst du mitfahren bei mir? Ja, fahren wir nochmal in die Stadt. Dann kann ich nochmal einen Teppich oder so kaufen. Ah, wow. Tja, wo ist die Stadt? Rechts, glaube ich. Ich glaube links. Ja. Da ist er. Weißt du noch wo? Mhm. Wieso bist du abgestiegen? Weil ich in die Hütte gehe. Voll schade, dass es jetzt bald zu Ende ist. Ja, es wird aber noch gut. Das ist gut. Schauen wir die Außenansicht hier wieder weg. So, was soll ich denn noch kaufen? Ich kaufe mal noch so einen Teppich. Ja, hau rein. Wenn wir die Münzen so schon haben. Und ich nehme Pflanzen mit. Ich habe noch Platz im Inventar, falls du noch. Sollen wir die Bilder kaufen? Ach komm, was soll der Geiz? Frau im Shopping waren. Huch, Tasche tü-tü, voll. Tü-tü, gib mir. Nimm. Hab ein Bild. Hast du eingesammelt? Nö. Da habe ich keine Münzen mehr. Ich habe zwei Becher einstecken jetzt. Ja, genau. Gut, haben wir alles. Warte. Nee, warte. Was? Jetzt. Gut. Ja. Dann auf nach Utopia. Floss zurück, zum Floss. Zum Floss. Floss. Fährst du mit mir mit? Hast du Angst? Ah, immer. So, schießen die los. Wir schießen los. Schießen die los. Erstmal wieder zurückfinden. Ich weiß ja nicht, wo es hier zurückgeht. Rechts. Rechts und nochmal rechts, ne? Immer rechts, ja. Boah, das geht nicht. Innen an sich kann man nicht fahren. Bist du abgestiegen? Du bist abgestiegen vor Angst. Nein, natürlich bist du abgestiegen. Traut meinen Fahrtkünsten hier nicht. Ich verstehe. Ja, ich würde sagen, wir sortieren uns ein bisschen aus, setzen die Segel und... Bauen noch ein bisschen Floß um, ne? Bauen noch ein bisschen Floß um. Sammeln noch ein bisschen Material. Und dann sehen wir uns gleich wieder in Utopia. Aber das umbauen können wir doch hier noch. Wir müssen erstmal Material sammeln, würde ich sagen. Und dann können wir ja beim Umbau sehen wir uns wieder, würde ich sagen. Ich würde mal so sagen. Gut, dann gut. Bis gleich. Bis später, ciao. Ja, da sind wir doch nochmal zurück. Wir sind gerade auf hoher See und sein Dipti war hier oben schon am Umbauen. Deswegen, da kommt schon das rote Deck hin. Und ich dachte, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Wir haben so einen Spind gebaut. Ich glaube doch, der spinnt. Und den müssen wir jetzt kurz mal hier umsetzen. Dann können wir nämlich hier unten, seht schon, da ist der... Ah ja, sehr gut. Da ist praktisch ein fitter Motor dazu gekommen. Wir sind nämlich relativ langsam unterwegs, weil wir, glaube ich, maximal überladen sind. Dann nehme ich noch den Rest hier aus der Kiste, ne? Die ganzen Setzlinge ja, und so weiter. Genau. Und ich mache die Kiste, die
Kiste von die, wir gerade abgebaut haben, die setze ich auch hier in diesen Schrank rein. Ganz kurz mal hinlegen? Ja. Wo sind die Betten? Da sind die Betten. Gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Dann mache ich die Setzlinge da rein, die können wir später nochmal in eine separate Kiste packen. Ja, ich würde sagen, wir müllen uns da jetzt eh erstmal rein und sortieren ist auch voll. Später nochmal um. Ja, okay. Haben wir denn irgendwas? Ja, die Bilder müssen da nicht rein. So. Ich habe da die Möbel reingemacht, ne? Ja. Guti, wir wollten eigentlich noch ein bisschen Platz schaffen, denn wir haben neu freigeschaltet, auch durch die Missionen, die wir gerade auf der Insel gemacht haben, haben wir neu freigeschaltet. Einmal den elektrischen Anker, den würde ich jetzt mal bauen, an die Stelle, wo der alte Anker war. Dann können wir das nämlich hier oben, hier über den kleinen Hebel da unten steuern. Da muss niemand immer sagen, jetzt Anker runter und so weiter. Und der elektrische Anker. Dann kann der auch woanders hin. Da ist er. So, den baue ich jetzt mal zusammen. Also, 10 Bretter. Hast du noch mal, kannst du mir noch Holz abgeben? Ja. Hier. Dankeschön. Oh, das ist viel zu viel. Hast du den Anker schon gebaut? Nee, mache ich gerade. Okay, warte mal. Der braucht ja nur ein Loch, ne? Ich habe den noch nie gebaut. Wo sind die ganzen Seile? Also, der braucht genauso nur ein Loch wie der. Dann würde ich sagen, bauen wir den Anker nämlich hier vorne hin. Weil... So, jetzt hier hin. Moment, du machst, ich bauen schnell, dann sehen wir das, wo er hingehört. Den können wir später auch nochmal umsetzen. So, 4, dann 4 Bolzen. In die Eisenumrandung weiß der Hai ja nicht. Oh, wir brauchen 8 Titan. Ich habe 7 einstecken. Ja, nützt nichts. Weil, hier sind noch 2 drin. Weil ich wollte was bauen. Ach so, den Schrank wollte ich bauen. Hier hast du, ach so, hier sind sie hinter dem Dings gelandet. Ja, ich sammle sie auf. Und dann müssen wir nur warten, bis der eine eingeschmolzen ist. So, wir haben aber nicht nur den elektrischen Anker gerade freigeschaltet, sondern wir haben auch den elektrischen Grill freigeschaltet. Da ist er. Der braucht auch nochmal 6. Ne, das langt nicht. Dann machen wir erstmal. Dann geh doch mal auf den Detektor. Mach erstmal den Anker. Ja. Während es einschmilzt, kannst du ja detektieren. Ich detektiere. Und ich gucke, dass ich hier nochmal umbaue. Also wäre cool, wenn wir noch mehr von den Schränken bauen könnten. Ja, dafür brauchen wir aber halt auch ganz viel Titan. So, okay. Ich baue jetzt mal um. Oh, den Scanner habe ich natürlich auf dem Boot gelassen. Ich alter Rough Profi. Ah, da wollte er an mir ran. Da wollte er an mir ran. Was ein Deutsch. So, ich kann den Anker bauen, oder? Machen wir das zum Abschluss hier erstmal. Nice. So, wo soll er hin? Nee, der ist genauso groß wie der alte. Hinter die Kochtöpfe, da habe ich ein Loch gemacht. Hinter die Kochtöpfe. Hier ist ein Loch. Ah ja, okay. So an den Rand soll der, okay. Ja, ja. Ja gut, durch diese Eisendinger sollte der ja... Aber jetzt ist der Schalter hier vorne. Dann drehst doch. Dann drehst doch. Mach doch. Dann drehst doch. Dann drehst doch einfach. Ja, das ist gut. Sehr gut. Cool. Okay, alles klar. Dann können wir den anderen abbauen. Genau, dann können wir den nämlich abbauen. Soll ich? Mach's schon. Achso, könntest du mal das Loch, den Anker rausmachen? Okay, ich mach schon. Achso, wir treiben sonst ab. Alles klar, ich verstehe. Ich hab schon. Braucht der denn irgendwie eine Batterie dran? Nein. Was ist das? Strom aus dem Nichts? Ja. Interessant. Ach, das ist hier, guck mal. Das, Strom aus dem Motor. Das ist hier so eine alte Hantelstangenbank-Gedöns. Mhm. Cool. Sehr schön. Hast du noch einen Plastik? Ich habe keinen Plastik mehr einstecken. Du hast mir alles gegeben, ne? Ja. Waren praktisch die letzten. Okay, wenn du auf die Insel gehst, kannst du gucken, ob du da. Oh. Hallo, findest. Bruce. Oh, ich piege ihn nochmal. Ja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch mehr Titan. Um den Grill noch herzustellen. Und das Loch können wir nicht schließen, weil uns das Plastik fehlt, wa? Ja, Risch. Hier ist Holz. So, ich habe noch ein Tischchen, 3 Kisten und ein bisschen Nägel und so ein Kram über. Mhm. Und Dorscht habe ich.
doch noch irgendwo Plastik finde, aber... Nee, nee, ich glaube nicht, dass wir... Nein, wir haben kein Plastik mehr. Okay, gehst du mal detektieren. Ich mach dann hier... Genau, mach ich. Andere Dinge. So, muss mich nur ganz kurz ein bisschen stärken. Gudi, wir sammeln jetzt noch ein bisschen Ressourcen auf verschiedenen Inseln. Gucken nochmal, dass wir auch nochmal bei dem Händler vorbeischauen. Ne? Ja. Oder? So hat man es gesagt, ja. Damit wir nämlich dort eventuell Kunststoff kaufen können. Dann bei den Händlern kann man ja Kunststoff kaufen. Vor allem wäre das eine gute Nummer. Gucken wir kurz mit dem Anker, wie das funktioniert. Nice. Sehr schön. Oh, ist ja nicht unten der Anker? Doch, jetzt. Ich glaube, wir brauchen mal einen kleinen Moment, wenn du den schon mal... Weil er wahrscheinlich die Animation hat, wie er das einzieht. Ihr Lieben, ich setze mich ans Klavier. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und dann werden wir hoffentlich einen elektrischen Grill haben. Und hier ein bisschen umgebaut haben. Den Radar müssen wir noch umbauen. Da hast du schon wieder gesetzt, ne? Sehe ich gerade. Habe ich schon wieder gesetzt, genau. Hast du schon wieder gesetzt, sehr gut. Was haben wir noch? Den Anker haben wir jetzt gebaut, den Grill wollen wir noch bauen, dann müssen wir noch ein bisschen Titan besorgen und dann geht's Richtung Utopia. Freue ich mich schon drauf, hier. 7495. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.